Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Das ist ein kleines, kurzes, schnelles Video über diese beiden Joysticks. Den Joystick 1, den wir da rechts sehen, und den Joystick 2, den wir hier sehen. Und warum mache ich das? Ich meine, das sind ja stinknormale Competitions. Der einzige Unterschied, den man jetzt so auf den ersten Blick sieht, ist, dass der hier so eine raue Struktur hat und der 1er hat das eben nicht. Aber das ist nicht der einzige Unterschied. Und deswegen habe ich diesen hervorragend inszenierten optischen Trick hier bemüht, den ich jetzt mal auflösen werde. Die Ehrlich Brothers wären stolz auf mich. Ja, der 1er Joystick ist viel kleiner als der 2er Joystick, weil das nämlich ein Mini ist. Ein Competition Pro Mini. Und den habe ich ja bei einer Bestellung bei eBay quasi mit dazu gekriegt. Und auf den Bildern habe ich gedacht, das ist ein normaler Competition. Davon habe ich schon einige, von daher war das jetzt nicht so. Also ja, da habe ich mich jetzt nicht nach verzehrt, den hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber der war halt mit dabei. Dachte ich, ja gut, ist ja nicht schlecht. Aber es stellt sich raus, es ist gar nicht der normale, sondern es ist die Mini-Variante. Ich habe schon so eine Mini-Variante, aber die ist durchsichtig und hat hier so Knöpfe, die sieht man auch in irgendeinem relativ alten Video, glaube ich, tatsächlich mal. Meine ich jedenfalls, mich zu erinnern, dass ich den mal gezeigt habe. Bin jetzt gar nicht so ganz sicher, wenn ich es finde, dann verlinke ich es unten. Aber ehrlich gesagt, ich wusste nicht, dass es die auch in dieser Form hier gibt. Nur eben halt in klein. Ja, und ich dachte mir, kann man ja mal aufmachen einfach. Und mal reingucken. Also ich hatte die beiden natürlich schon mal auf, aber machen wir einfach mal den Vergleich, wie die so innen aussehen. Ich meine, der hier ist ja bekannt dafür, dass der relativ solide ist. Das gilt meiner Meinung nach nicht unbedingt für die Mikroschalter selber. Die geben auch gerne mal den Geist auf. Da muss man dann eben ja entweder neue reinmachen oder man kann die auch oft säubern, wenn sie jetzt nicht gerade zerbrochen sind innen drin. Dann gehen die schon. Da glaube ich auch keine Mikroschalter auf den Tasten hier. Da gibt es auch welche, die haben das. Und der hier hat voll Mikroschalter, aber natürlich irgendwie andere als dieser hier. Und ja, deswegen machen wir die mal kurz auf. Einfach so jugendforschtmäßig und schauen mal rein. Also mal gucken, was wir da brauchen. Das hier vielleicht. Für den hier, passt das? Nee, ist ein bisschen dürftig. Nehmen wir das hier. Passt das? Ja, das passt. Dürfte jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her sein, dass ich den hier mal auf hatte. Wie gesagt, die sind eigentlich solide. Also sie brechen jetzt nicht ab oder so. Also bei mir jedenfalls nicht. Aber die Mikroschalter, die verranzen ganz gerne dann doch mal und dann muss man die eben, ja, viele tauschen die dann. Ich habe die eigentlich immer sauber gemacht. Also gar manchmal geht das nicht, dann sind die intern gebrochen. Na gut, die gehen jetzt nicht raus, aber ist auch egal. So, dann machen wir den mal auf. Und was sitzt hier? Nee, so passt. Genau, und da sehen wir hier, sehen wir die Mikroschalter und irgendwie ein Haar da drin. Keine Ahnung, wie das da reinkommt. Und hier an den Tasten haben wir noch diese Metallzungen. Die gibt es auch mit Mikroschalter, aber der hier hat halt die Metallzunge. Es gibt die Dinger auch komplett mit Metallzunge, ohne Mikroschalter, sind die ersten Modelle. So einen habe ich auch, sieht man in dem Review von Sam's Journey fürs Nintendo, da zeige ich den kurz von außen. Kann ich auch unten verlinken, wen es interessiert. Da sieht man den und ja, so sieht der hier halt aus. Hier sind diese Mikroschalter, ne? Und hier ist dieser Schaft, der einfach dagegen drückt und diese Dinger kann man eben hier rausschrauben, kann man hier abziehen oder manchmal muss man sie ablöten, je nachdem. Und dann kann man die hier mit einem Messer, so mit einer scharfen Klinge hier drunter, kann man diesen Deckel normalerweise abhebeln und dann kann man die von innen ein bisschen sauber machen, wenn die nicht mehr funktionieren. Oder eben gegebenenfalls tauschen, die kriegt man hier immer noch massenhaft irgendwo auf eBay und sowas. Ja, dafür geben wir jetzt einen anderen. Ja, reicht. So, und da sieht man gleich, der ist irgendwie anders aufgebaut. Ja, der hat eine richtige Platine, das hat der hier ja nicht. Ja, man sieht, da ist jetzt nicht viel drauf, hier ist nichts drauf. Ein paar Leiterbahnen und hier ist letztendlich einfach nur die Konstruktion für die Schalter, um das festzuhalten. Die sind hier. Ja, hier sind die Mikroschalter. Und hier für die Tasten. Weiß jetzt nicht, was das hier ist. Sieht aus wie Flussmittelreste. Keine Ahnung, wie die auf diese Tasten kommen. Vielleicht ist es auch irgendwie eine Art Kleber oder sowas, dass man das hier irgendwie eingeklebt hat. Ich habe keine Ahnung. Das ist hier der Schaft sozusagen und das hier ist frei beweglich. Das ist ein bisschen komisch, aber das ruckelt sich dann schon zurecht, wenn es eben hier drin steckt.
Ansonsten könnte man sich auch vorstellen, dass es irgendwie verdreht, aber das ruckelt sich dann hin. Wohingegen das hier einfach nur ein rundes Teil ist, was dann gegen diese Schalter drückt. Und hier haben wir halt diese Konstruktion. Diese Schalter, wie gesagt, sind noch gut zu kriegen. Diese Schalter hier, ehrlich gesagt, ich habe es nicht überprüft, aber angeblich nicht so einfach, weil das irgendwelche speziellen Minischalterchen hier sind. Die sehen auch ein bisschen, ja, als wären die hier irgendwie aufgebogen. Aber ja, die sind, glaube ich, einfach so. Also der funktioniert noch, also es ist an sich kein Problem jetzt mit den Schaltern. Aber ja, die sind, glaube ich, nicht so einfach zu ersetzen, wenn die jetzt kaputt sind, wie das hier der Fall ist. Sie sehen allerdings tatsächlich so aus, als könne man sie irgendwie öffnen. Ich glaube, hier kann man sie wahrscheinlich aufmachen. Dann springt vermutlich das ganze Innenleben raus. Also hier, ich weiß nicht, ob man es jetzt eben gesehen hat, hier ist dieser Spalt. Da kann man sie, glaube ich, aufmachen. Ja, also ja, ist nicht viel Aufregendes drin jetzt. Man sieht aber eben, die Konstruktion ist ein bisschen eine andere. Das hier ist tatsächlich eine Platine, das hier eben nicht. Und ja, wenn man das jetzt wieder einfach zusammenbaut hier, dann sieht man auch, das hier richtig rein. Und das hier so, dass das auf die, das ist irgendwas hier nicht richtig. Genau, hier sind die Kabel jetzt über diesem Ding. Das wollen wir nicht, dass irgendwie da durchgeht. So, weil sonst schrauben wir mitten in die Kabel rein. Das ist bestimmt keine so gute Idee. Ja, und dann sieht man hier, das ruckelt sich hier halt zurecht. Das kann sich hier im Prinzip nicht verdrehen. Bisschen komisch, finde ich. Aber ist wahrscheinlich irgendwie auch der Größe geschuldet. Ja, bauen wir es mal wieder zusammen. Und dann, wie immer, halt bisschen einmal gegen den Uhrzeigersinn, dass es kurz klack macht. Ne? Sagt auch jeder YouTuber, glaube ich. Aber ist eben auch was, was vielleicht nicht so richtig intuitiv ist, wenn man es nicht gewohnt ist, in Plastik zu schrauben, damit man eben in dem alten Gewinde landet. Man hört das. Klack. Und dann, man fühlt das auch. Es klappt nicht immer. Manchmal ist das Gewinde halt schon so abgeranzt, dass es nicht mehr funktioniert. Aber hier geht's. Ja, so, dann machen wir den hier auch nochmal zu. Na, da braucht man wirklich hier so ein anderes. Und hier genau dasselbe. Einmal in die Gegenrichtung. Weil sonst schraubt man sich unter Umständen immer neue Gewinde und irgendwann hat man dann kein Plastik mehr übrig, wenn das man überhaupt noch reinschrauben kann. Diese iFixit-Sets, also zumindest dieses kleine hier, ist übrigens auch tatsächlich empfehlenswert, finde ich, weil die sind nicht so teuer und dafür sind die eigentlich echt ganz gut. Aber das nur am Rande. Ja, das soll es auch schon gewesen sein zu diesem kurzen Video. Wollte einfach nur mal diesen Spaß machen am Anfang mit der Größe. Und eben zeigen, dass es hier auch diese kleine Variante von dieser Form gibt. Wie gesagt, ich habe so einen, aber eben transparent und der hat hier noch so Buttons und das eben, ja, irgendwie nach diesen, ich weiß gar nicht, wie die hießen, also diese, es gab ja auch diese transparenten Competitions in groß, die hatten dann auch hier noch Knöpfe und so. Der hat auch hier, da sieht man hier auch diese Aussparung oder Aussparung nicht, aber hier so, ne? Hier könnten Knöpfe sein, sind aber nicht. Und stattdessen ist eben das hier. Mir ist nicht ganz klar, welche Zielgruppe dieser Stick erreichen soll. Also das hier würde ich sagen, ja, das ist gut, solide. Das hier ist nicht ganz so solide. Also ich weiß nicht, hier ist immerhin Metall. Ja, kann man hier sehen. Also es wird wahrscheinlich jetzt nicht gleich zerbrechen. Aber ich denke, super solide ist es jetzt auch nicht. Und die Mikroschalter sind vermutlich irgendwie auch, wenn nicht jetzt, dann dem nächsten Problem. Das hier, ja, hat man ein bisschen mehr in der Hand. Also, weiß ich nicht, vielleicht für Kinder, dass die irgendwie ein Problem mit diesen großen Sticks haben. Also ich weiß, meine Kinder, als die kleiner waren und ich denen so einen Stick in die Hand gedrückt habe, hatten die tatsächlich ein Problem, das irgendwie vernünftig zu greifen und zu halten, weil das einfach für die Hände ein bisschen groß war. Da ist das vielleicht irgendwie besser. Für mich jetzt, weiß ich nicht. Also da würde ich eher den hier vorziehen. Weil man will ja auch einen dicken Knüppel in der Hand halten und nicht hier irgendwie so ein Bettelett. Aber gut, ja, das soll es gewesen sein. Wollte nur mal kurz den Größenunterschied zeigen, einmal kurz reingucken, wie die innen drin aussehen. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.